Wie lang ist der Bremsweg eines Busses auf glatter Fahrbahn bei einem Tempo von 40 Stundenkilometer? Unter anderem damit beschäftigen sich die Busfahrer von Hörmannreisen bei ihrem Fahrsicherheitstraining auf dem ADAC-Übungsgelände. Denn ein guter Fahrer gehört zu einer Busreise einfach mit dazu. Zu einer guten Reise gehört ein schönes Hotel, ein gutes Reiseziel, ein guter Reiseleiter, ein toller Bus und natürlich ein guter Chauffeur. Und hier ist es uns wichtig, dass unsere Fahrer mit ihrem Arbeitsgerät vertraut sind, um die Fahrgäste komfortabel chauffieren zu können. Los geht es am Vormittag erst einmal mit Theorieunterricht. Nachdem die Grundlagen theoretisch geklärt sind, geht es für die Fahrer dann raus auf den Übungsplatz. Sie werden einfach die Fahrzeuge kennenlernen, auch probieren, die Grenzen auszuloten, wie weit man mit den Fahrzeugen gehen kann. Sehr moderne Fahrzeuge sind dabei, die mit sehr viel Sicherheitstechnik zusätzlich ausgestattet sind. Und die Fahrer werden einfach darin trainiert, mit diesen Fahrzeugen verkehrsgerecht umzugehen. Dazu gibt es dann verschiedene Übungen, wie etwa Slalomfahren, Gefahrenbremsungen oder Ausweichmanöver. Die Fahrer machen dabei oft ganz neue Erfahrungen. Interessant, was der Coach hier erzählt, auf was man achten soll, wie man unterm Fahren auf Dinge achtet, die man vielleicht draußen gar nicht so bewusst wahrnimmt. So Lenkbewegungen und weiche Linien und wo geht der Blick hin. Egal ob im Reiseverkehr oder im Linienverkehr, für Hörmannreisen steht die Sicherheit der Fahrgäste an erster Stelle. Deshalb bietet das Unternehmen seinen Fahrern regelmäßig die Möglichkeit, an einem Fahrsicherheitstraining teilzunehmen. Unser Anspruch ist es, bei unseren Busreisen, aber auch im Linienverkehr, die bestmögliche Qualität zu bieten. Und dazu gehört es auch, dass die Fahrer ihr Handwerk beherrschen. Unabhängig davon schulen wir unsere Fahrer natürlich auch bei weiteren Trainings, egal ob es da um die Lenk- und Ruhezeiten geht oder um den richtigen Umgang mit dem Fahrgast. Bestens geschulte Fahrer in hochmodernen Bussen. So sehen Busreisen bei Hörmannreisen aus.